So, hallo, ich begrüße euch zu einer weiteren Runde Super Mario Maker 2. Der heutige Part sieht einige Empfehlungen wieder vor. Und zwar einmal hat Flo auf Discord Level gepostet, habe ich schon mal gesagt. Dann hatte Aggressor mir ein Level vor einiger Zeit schon mal geschickt. Das hatte ich komplett vergessen. Das hatte ich auch bei Emero im Stream gesehen, und zwar das Level von Sui. Das möchte ich auch gerne einmal spielen, kenne ich dann daher schon, aber starten möchte ich jetzt, weil das habe ich das letzte Mal eigentlich auch schon machen wollen, mit dem Level, das der gute Hübi, wo man nicht weiß, woran er hängen geblieben ist. Er hat nur gesagt, es war ihm zu schwer und es war ein Rätsellevel. Und das will ich mir einfach mal angucken, weil ich auf sowas immer besonders neugierig bin, wenn jemand was nicht schafft. Und ich dann immer so denke, ob ich das schaffe? Fragezeichen. Man weiß es nicht. Weil Hübi ist zwar ein sehr skilliger Spieler, aber ich weiß nicht, wie es bei Rätseln mit ihm aussieht. Und es heißt halt eigentlich Easy Training for the New Blocks. Ja. Deswegen kann ich mir fast nicht vorstellen, dass das so schlimm ist, dass man da überhaupt keine Ahnung hat. Aber vielleicht hänge ich selber gleich. Wir werden sehen. Wir werden sehen. So. Keine Challenge, also einfach nur ans Ziel kommen. Also erstmal könnte ich mir eine Shell hier holen. Das ist so das Maximum, was ich hier rausziehen kann. Jetzt ist die Frage, will ich rot oder blau haben? Ist an sich egal, weil ich kann da drüben eh umstellen. Also völlig wurscht. So. Dann. Das Feuer da hinten ist irrelevant. Ich will den Schlüssel hier haben. So, das erstmal klar. Ich will den Schlüssel da haben. Dafür muss ich die Shell dafür da reinschicken, dass sie den Pow auslöst. Nee, kommt dann der Schlüssel zu? Ja doch, dann kommt der Schlüssel. Kommt dann der Schlüssel zu mir? Ich weiß es nicht. Wenn ich die Shell einfach hochwerfe in dem Moment, wo das Trampolin da oben ist, müsste das doch funktionieren. Und dann muss ich schnell genug sein. Ja gut. So. Also nicht so, sondern wirklich so. Und dann muss ich aber, wie gesagt, schnell genug zurücksetzen. Ah! Schnell genug zurücksetzen. Alles klar. So. Ah, verdammt. Also, was ich machen muss, ist mir bewusst. Ich muss es nur noch umgesetzt bekommen. Ja, großartig. Ja, es muss alles recht schnell gehen. Ja. Es ist gar nicht so simpel. Es ist gar nicht so simpel. Und offensichtlich kommen irgendwann noch rote Münzen dazu. Die haben wir jetzt noch nicht. Na, oh mein Gott, es geht so schnell. Wenn ich es ein bisschen zu knapp drücke, dann zerquetsche ich die Shell da drin. Das ist auch ungünstig. Okay. Das meine ich. Das darf halt nicht passieren. Das muss ich im genau richtigen Moment erwischen. Und ich habe nur ein oder zwei Möglichkeiten. Ich glaube, danach ist er schon in den Turnblocks verschwunden, in der Lücke. Ah, es geht so schnell.
es geht einfach so schnell. Nein! Ah. Das ist eigentlich eine reine Timing-Frage. Wie es funktioniert, ist doch eigentlich vollkommen klar. Wow. Das hatten wir auch noch nicht. Wait, ich kann ja einfach hier durchlaufen. Hatten wir. Ich bin ja auch komplett doof. Spare ich mir ja Zeit. Nein. Oh. Ist es denn die verdammte Möglichkeit? Und jetzt nochmal drücken. Ah! So schwer ist das doch nicht. Ich weiß, was ich tun muss. Ich krieg's nur nicht umgesetzt. Sein. Mann. Kann ich das nicht irgendwie austricksen? Nee, ich kann das nicht austricksen. Tricksen ist überhaupt nicht drin. Oh boy. Oh, jetzt habe ich überhaupt nicht da gesprungen, wo man springen sollte. Puh. Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Nein, der letzte ist immer der... Ah, Mann. Wow. Yes! Oh mein Gott. Problem, ich werde keinen Checkpoint kriegen. Ja, verdammt. So, erst die rote Münze. Dann die, dann die, dann die, dann die. Halt kein Checkpoint. Das heißt, ich darf alles dann nochmal machen, wenn es jetzt schief geht. Weil die Zeit mich halt... Ah, ich verstehe. Die soll eigentlich hin und her ziehen. Und dabei soll man dann hier hochkommen. Allerdings kommt man auch so hier hoch, ohne dass die wechseln müssen. Die muss aber am Ende auf blau sein. Nein! Das war das denkbar Ungünstigste, was ich tun konnte. Das war das denkbar Ungünstigste, was ich jemals tun konnte. Ups. Upsi. Also, nach oben kommt man problemlos, ohne dass es geswitcht wird. Und hier sollte es dann einmal switchen auf blau. So, und dann ist der Rest auch klar. Wieso kriege ich jetzt einen Checkpoint vom Ziel? Ach, komm schon. Ach, komm schon. Blöd kann man auch sein. Bam.
Zwei Versuche hat man dafür. Na gut. Ei. Also das war vom Ding her, wie es funktioniert, war das einfach. Das Umsetzen war halt das Problem. Aber das kann man doch schaffen. Naja, na gut. Dann einmal das Level, was Flo empfohlen hat. WOX. Gibt's nicht. W0X. 253. QKF. Ich habe jetzt echt was Schwierigeres erwartet. Hä, wo ist er dann hängen geblieben? Er ist eigentlich... versteht ja solche Sachen. Bin gerade verwirrt. QHF vielleicht? Oder ist das ein 2S-Traum? Oh mein Gott, ich hasse meine Schrift. QKF. Das sieht aber wie ein QKF eigentlich aus. No! Also W0X ist offensichtlich. Was anderes geht nicht. 2, ich würde sagen... Ach, was ist das da in der Mitte? Kuh? Das ist ein... Hä? Gut, Flo hat es auf Discord geschrieben. Ich kann einfach ganz kurz mich hier einmal einloggen. Deswegen schreibe ich mir auch immer auf meine Liste auf, woher die jeweils kommen. Nicht nur die Codes, sondern woher es kommt. W0X253QKF. Ja, das... Doch, doch. Das habe ich jetzt aber wirklich eingetippt. W0X2, jetzt ist es wieder ein S, aber es waren 5. So, 5, 3. Q, ich sehe es jetzt in Druckbuchstaben vor mir. QKF. Hat GPB gespielt? Echt witziges Ding, auch nicht allzu schwierig. W0X253QKF. Es kann ja sein, dass der mittlerweile... Ha. Es ist immer ärgerlich, aber es kann sein, dass das mittlerweile ein gelöschtes Level ist, weil das jemand neu hochgeladen hat. Ne? Das wäre auch möglich. Aber ich habe jetzt wirklich den Code abgeschrieben, wie er da stand. W0X253QKF. Ich schreibe mal ganz schnell. Dein Code geht nicht. So. Und dann machen wir das Level von Sui. Yay. Tolle Aufnahme. DSG... P25 NDG. Das ist, ich glaube ja, die Level bekommen ja dann einen neuen Dings, wenn die neu gebaut werden. Ja, das ist auf jeden Fall das Level, was ich spielen möchte. Sehr schön. Ich kenne natürlich jetzt die Lösung schon. Ah, er schreibt gerade dann vermutlich gelöscht. Denke auch gelöscht. So. Genau, es gab hier diese vier Räume. Und in jedem muss man erstmal sich eine Münze holen. Na, das ist jeweils wieder so ein Item-Gedingse. Also du hast immer ein Item, mit dem du einen Test absolvieren musst. In dem Fall ist es der P-Switch. Uff. Ui. Und damit haben wir den P-Switch-Abschnitt auch schon gelöst. Hurra. Jo. Flup. Easy. So. Und können hier wieder raus. Dann können wir das Ganze mit dem Stern hier machen. Auch der Sternabschnitt ist, wenn man sich nicht allzu doof anstellt, relativ easy. Musik
Nice. So, und weil die Musik so schön ist, jetzt gibt es Checkpoints. Die gab es vorher, glaube ich, nicht. Okay. Hä? Das ist irgendwie neu aufgebaut, aber okay, cool. Und hier ist... und so kann ich den Checkpoint loopen. Okay, cool. Das kannte ich jetzt noch nicht. Das ist neu. Er hat ein bisschen was also verändert. Seitdem es bei Emiro gespielt wurde und woanders wahrscheinlich auch. Das war smart. Der kommt... aber nicht durch die Tür, sondern durch die Röhre zurück. Sonst habe ich wieder so einen langen Weg vor mir. Ich kann das ja anders machen. Ich kann das ja so machen. Ich brauche ja sowieso mehr als einen. Deswegen gibt es da auch keinen Spender, damit man das Rätsel auch wirklich richtig macht. Sonst könnte man ja den immer wieder hochverwenden. Und den soll man ja nur einmal verwenden. Das ist klug. Moment, kann ich das hier auch machen? So. Zack. Jetzt muss ich, keine Ahnung, habe ich nicht gesehen, richtig hingeguckt. Kann ich da einfach runter? Ja. So. Moment. So ging das, ne? Genau. So, es wird doch wieder ein bisschen her, dass ich das gesehen habe. Wait. Das war frech. Das ist frech. Aber wieso muss ich denn... Hä? Wieso muss ich denn überhaupt da runter? Ich will ja wieder zurück. Komme ich so wieder zurück? Ja, so komme ich dann wieder raus. Danke. Oh mein Gott. So, jetzt muss man hier nur ein bisschen aufpassen. Das hat er aber auch abgeschwächt. Er hat jetzt hier so Dinge eingebaut. Man ist nämlich gerne mal gegen die Stacheln hier gefallen. Und das sind eigentlich nur... Blöcke, die Cheaten verhindern sollen. So. Jetzt müssen wir noch durch den roten. Und dann haben wir alle Trials abgeschlossen. Und dann weiß ich schon gar nicht mehr, wie es weiterging. Hä? Okay. Ich weiß nur, dass ich es äußerst kreativ fand, das Level. Oh boy. Komm nochmal her. Aber cool, dass du eine Blume mitbringst. Freut mich. Dankeschön. So, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und jetzt kommen wir aber dann auch darüber. Wenn ich nicht mehr Quatsch mache. Wow. Gut. So. Bam, 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 bam. Und so weiter und so fort. Zack, 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 zack. Dankeschön. So, Schlüssel haben wir. Nochmal speichern. Ich habe die... so bringt das überhaupt nichts. Wenn ich die nicht nochmal auslöse, kann ich überhaupt nicht nochmal neu speichern. Hahaha. Upsie. Da war ja was. Ich muss ja den hier auslösen. So, und jetzt sieht man schon, um hier hochzukommen, braucht man einen P-Switch. Ja, und jetzt sieht man, warum diese Dinger hier da sind. Das ist Breakschutz.
Also, ich hole mir einen P-Switch. Dann hat man aber auch gesehen, man muss, glaube ich, über die Stacheln kommen. Also braucht man einen Stern. Habe ich dann schon alles zusammen? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube aber ja. Ich hoffe es mal. Uah, schneller. Oh Gott, das wird... Geht das in der Zeit? No! Ja, wenn man nicht doof ist, geht das, glaube ich, in der Zeit. Ist lustig, wenn man... Ich habe es gesehen, ich habe es aber echt vergessen. Ne? Yes, gerade so. So, da oben wird jetzt wieder die andere Tür und jetzt komme ich hier raus. So. Der hätte jetzt gerne eine Blume. Aber der P-Switch-Dings ist jetzt offen. Der Weg ist jetzt offen. Also müssen wir jetzt mit Blume da hochkommen, ja? Ja gut, das geht jetzt ja auch. Die Blume kriege ich hier ja einfach so, ne? Genau. Die Blume kriege ich hier ja einfach so. Wupp, wupp, wupp. Und den Stern. Ah. Das ist jetzt blöd. Das ist auch blöd. Wir werden an der Zeit sterben. Moment, wie komme ich denn jetzt? Ha. Siehst du, ich wusste es. Ich wusste, ich werde hängen bleiben. Okay, das können wir aber machen. Das können wir machen. Das wollte ich nicht machen. Aber ist egal. Ah, nee, jetzt muss ich... Wait, meine Mü... Meine Münzen sind weg. What? 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 Was hab ich... Was? Wieso sind meine Münzen weg? Habe ich jetzt wieder falsch gemacht? Ich habe die doch alle einzeln gespeichert. Oh nein, habe ich das jetzt genau... Ah nein, ich weiß, was ich getan habe. Ich habe in dem... Ja, ich habe natürlich gespeichert, als ich hier den Schlüssel hatte. Und dann... Oh nee, bin ich... Oh, ist das doof. Ich speichere den Schlüssel nicht mit. Ah, ärgerlich. Okay, nochmal schnell den ganzen Quatsch hier machen. Ah, das speichert den Schlüssel nicht mit. Ach, komm schon. Dann sollte ich den Speicherdings... Dann sollte ich den Speicherdings nur noch auslösen, wenn ich 3 Münzen habe. Weil die vierte... Sag mal! Ich hasse die Springboards hier, ne? Weil die vierte... weil die vierte... Wird dann nicht... Also, da wird dann der Schlüssel praktisch nicht... Oh. Gib mir das! Ach, komm schon. Da wird dann der Schlüssel nicht mitgespeichert, oder wie? Oha!
Ich erstmal jetzt erstmal komplett verwirrt hier gerade. So. Jetzt nimm doch das nicht mit. Das sollte doch da liegen. Das war doch da. Holy shit, Mario. So. Jetzt legt das da drauf und dann geht's wieder nach oben. Dankeschön. Das ging schneller als vorhin. Das ist schon mal gut. So, die kann ich jetzt wieder speichern. Das sind dann zwei, die sind sicher. Die bleiben gespeichert. So. Aber ja, ja, ich verstehe das schon, ne? Wenn man den dritten... Ah, ist das doof. Es ist trotzdem doof. So, die dauert auch eine Weile, deswegen möchte ich die als dritte Münze machen. Weil dann, wenn das meine dritte Münze ist, kann ich die P-Switch-Münze als vierte Münze machen und die kann ich immer wieder hinkriegen. Die ist nicht das Problem. Die dauert halt einfach nur, weil sie doof ist. Ach, jetzt geht die da unten. Ja, aber ich hatte... Irgendwie habe ich das nicht so komisch in Erinnerung gehabt, das Rätsel. Hatte da jetzt durch eine weitere Veränderung das ungünstig gemacht, dass man jetzt den Schlüssel nicht speichern kann? Oder? Weiß es gerade nicht. Aber egal. Wir haben es ja. So. Gut, die speichere ich jetzt, wie gesagt, nochmal. Ah, ich habe es wieder nicht in der Mitte ausgelöst. Siehst du, das vergesse ich immer wieder. Das muss ich machen. So, jetzt speichere ich die hier, ist auch okay. Habe ich weniger zu laufen. Und jetzt speichere ich nicht mehr. Eben aus genau dem Grund, der gerade passiert ist. Eben aus genau dem Grund, der... Toll. Der gerade passiert ist. Ach so, das muss aus sein. Ja. Ist ja schon gut. Hui! Gut, vielleicht ist es doch nicht die Münze, die ich als letztes sammeln will. Die Sternmünze wäre als bestes gewesen, aber die habe ich halt als erste schon gesammelt. Und daher kann ich es jetzt eh nicht mehr ändern. Gut, den nehmen wir gleich mit. Wir müssen den Quatsch wieder wegmachen. Und wenn ich das jetzt speichere, dann ist praktisch mein Dings... Bleibt dann weg, ja? Das ist ja echt ungünstig. Das ist ja echt richtig ungünstig. So. Oh! Das war knapp. Ich weiß ja, was da drin ist. Ich muss eigentlich jetzt noch nicht aufmachen, ne? Ich kann das eigentlich erstmal so lassen. Oder? Sehe ich das richtig? Müsste ich richtig sehen. So, wir haben übrigens noch eine Tür hier drin gar nicht gemacht. Fällt mir gerade auf. Was war denn hier drin? Oh mein Gott, bin ich dumm! Das Rätsel ging ja ganz anders. Das Rätsel ging ja ganz anders. Ich bin so eine Nuss. Ich habe vollkommen das Rätsel vergessen. Okay, passt auf, das Rätsel geht völlig anders. Aber wird das gesch... Bleibt das gesch... Speichern? Ah, ich muss die... Ich habe die falsche Reihenfolge. Ich hasse alles. Oder... Nee, habe ich nie... Hä? Nein, habe ich nicht. Ich kann das nicht alles gleich... Ich muss erstmal... Ich hoffe, das wird gespeichert. Ich bin mir gerade nicht sicher. Wir werden sehen. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine.
Das wollte ich nicht. So. Lauf! So, das wird hoffentlich gespeichert. Weil... Jetzt muss ich hier mit dem P-Switch hin. Aber wird das gespeichert, dass das offen ist? Wird das gespeichert? Hä? Wieso bin ich denn... Oh Mann, da ist es eigentlich echt gut, dass ich das jetzt eine Zeit lang nicht mehr gesehen habe. Ja, es wird gespeichert. Okay, gut, dann ist alles in Ordnung. So, einmal hier rein. Und hier kriegt man jetzt nämlich alles. Alles, was das Herz begehrt. Und dann kann ich jetzt hiermit hier hoch. Und dann kann ich jetzt hier alles aufräumen. Und habe auch noch mein Springboard dabei. Und komm ins Ziel. Uff. 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 Ah, ich habe den Mittelteil mit der Bombe komplett vergessen. Ja, dann war das tatsächlich gut, dass ich das länger nicht mehr gesehen habe. Weil ich mich jetzt wieder angestellt habe, wie der letzte Horst. Sheesh. Okay. Gut, das war das. Ei. So, machen wir noch zum Abschluss eine Runde gegeneinander. Mittlerweile sind viele Dinge passiert in der Zwischenzeit. Es wurden ganz schön viele Troll-Level gebaut. Unter anderem hat man festgestellt, dass Toadette eine andere Hitbox hat als zum Beispiel Mario und Luigi. Was super ungünstig ist, weil das bedeutet, dass man Level so bauen kann, dass nur noch Toadette sie schafft. Und die anderen nicht. Ja, was soll man dazu sagen? Nintendo, please. Oh mein Gott, wir haben keine Lags. Gib mir den Stern. Gib mir den Stern. Nein! Yes! Mein Stern. Mein Ziel. Dankeschön. Oh, Versus-Level sind so dumm. Aber es war tatsächlich ein Versus-Level. Das war eins, was man tatsächlich als Versus bezeichnen kann. Ja, ja, komm, war toll, super. So. Oh mein Gott. So, noch ein. Weiter. Potenziell hätte man auch einfach unter Bowser nur durchgemusst. Man hätte ihn jetzt nicht besiegen müssen unbedingt mit dem Ding. Witzig auch, dass die anderen nicht los sind, als ich ihn weg hatte. Ne? Das haben die nicht gecheckt, dass man einfach nur zum Ziel noch muss. Habe ich auch nicht gewusst, aber... Easy peasy. Wenn es was mit dem P-Switch zu tun hat, wird es ungünstig für Versus. Ah, keine Lags. Aber Probleme. Wenn jetzt alle Plattformen weg sind, weine ich. Ah, ich krieg die wieder. Das ist dann vielleicht gar nicht so gut, gar nicht so doof, dass ich hinten rum bin. Problem halt jetzt, wenn die vorne direkt ins Ziel kommen sollten. Ich kann nur hoffen, dass die abstürzt. Die ist abgestürzt. Sind jetzt alle wieder hinten? Ja, es sind alle wieder hinten. Nice. Das heißt, ich habe einen riesigen Vorsprung und eine Feder. Ah! Wieso gibt der...
Also über den Sinn des Bauens hier müssen wir nicht reden, ne? Eine Feder zu geben, wenn man eigentlich will, dass man P-Switches macht, über die man sowieso mit einem Sprung drüber käme. Gut. Kann man machen. Hauptsache, wir haben gewonnen. Mehr will ich doch gar nicht. Ach, warum habe ich das jetzt eigentlich geliked? Man sollte eigentlich nur liken, wenn es für ein Versus sinnvoll ist. Es war eigentlich für ein Versus jetzt nicht so sinnvoll. Na, das war jetzt eigentlich nicht so. So. Wir spielen jetzt einfach, ich würde sagen, so lange, bis entweder wir 40 Minuten haben oder wir ein Lag-Level haben. So, New Super Mario Bros. VS Stage Nummer 1. Alle 10er Münzen in einem VS. Du hast das Konzept verstanden. So. Null. Alles klar. Aber ist das jetzt? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Sobald einer die 10, die 5 Münzen sammelt, können die anderen einfach ins Ziel, ja? Dann ist das eigentlich nicht so smart. So. Weiter im Programm. Bam, 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 bam. Ach. Können wir nicht einfach mit 3 von 4 spielen? Anscheinend nicht. 4 von 4. Ja, los geht's. Let's go. Dankeschön. Wir sind Mario. Ach Gott, ach Gott. Er ist Katzen-Mario. Mhm. Ich will die Röhre! Mann! Okay, aber das ist jetzt zumindest mal wirklich ein Versus, wie es sein sollte. Auch wenn durch den Pau. Ich wollte gerade sagen, durch den einen Pau wird natürlich bei allen anderen auch das Hindernis schon entfernt. Ne, das war ja Schwachsinn. Das war ja Schwachsinn. Erstmal kann jeder durch die gleiche Röhre gehen. Zweitens hat der bis in die hintere Röhre geht, den weitesten Weg. Ne, das war Schwachsinn. Gut. Und es hat ein bisschen geleckt, deswegen beenden wir hier. So. Oh, 5 Siege in Folge. Dafür gibt es auch Sachen. Das Feuerwerk-Shirt. Gut, dann gucken wir mal ganz kurz, ob es noch neue Sachen hier gibt. Oh, neues Musiklevel. Das gucken wir uns gleich mal an. Und Twix hat auch schon wieder was Neues gebaut. Kurz und knackig gegen die Zeit. Oh, wir werden Erster. 50 Sekunden Speedrun. Wir werden Erster. Los geht's. Sind wir zwar bei 40 Minuten, aber wir werden Erster. Vielleicht. Ich werde erst in einem Twix-Level. Los, los, los. Oh Gott, was? Oh mein Gott, das ist alles auf dem Kopf. Ich glaube, ich werde nicht Erster. Ah, was soll ich tun? Ah, oh mein Gott, nein. Ich glaube, ich werde nicht Erster. Und dann dahin zu... Oh Gott.
Nein! Oh Himmel! Oh, dass ich das. Muss ich da. Bin ich da zu schnell? Oh. Okay. Nein, ich musste abschauen. Ich musste vernünftig abspringen. Also jetzt halt das Problem, ich würde jetzt wirklich in dem nächsten Video anfangen, ne? Ich glaube, wir machen das im nächsten Video. Ich mache hier einfach Fortsetzung folgt. Nein! Muss ich da warten oder schnell drüber springen? Oder schnell drüber? Ich weiß es nicht. Es ist ja ein Speedrun, also eigentlich ist Warten keine Option. Mama. Twix ist gemein. Okay, das ist jetzt halt ungünstig. Ah, verdammt. Weil ich habe nach unten gedrückt, aber man muss ja hier nach oben drücken, um zu rutschen. Nein! Nicht gut. Nein, ich habe die Münze nicht mitgenommen. Oh Gott, was? Okay, das wird mir zu viel. Ich bin raus. Da muss man dann, okay, ich meine, da muss man mit der Feder dann weiter, das wird mir zu viel. Wir gucken uns das noch an. Das kann ich. Ah, go KK Rider. So, das ungefähr müssten wir gleich hören. Nur in besser. Okay, das Ende war ein bisschen... aber ansonsten war es cool. Lul. Sehr schön. Toll. So. Das war das. Immerhin, das haben wir geschafft. Aber das hier dann im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.